So, willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Solo Adventure Blackrock Folge 13 Endboss Sterbliches Wesen, ich bin noch nicht ganz erloschen. Ich verhelfe euch zum Sieg über Nefarian. Aber natürlich. Ja, Grim Patron Time. Alle drei Bosse bisher mit dem Grim Patron besiegt. Wenn es hintenrum immer schlecht aussieht, aber das ist das Gute bei Grim Patron, man kann so ein verdammt gutes Comeback hinlegen. Garrosh gegen Nefarian! Willkommen in meinem Sanktum, Held. Sieg oder Tod? Der Grim Patron ist gar nicht mal so verkehrt. Kator am Anfang. Ich lasse es mal so. Was hat denn der für eine Hero Power? Lass die Spiele beginnen. Ach du Schande. Die wahre Macht, Nefaria! Unendlich viel Mana, verstärkte Alles klar, Mann! Sacke sich. Natürlich, natürlich, warum auch nicht? Jetzt hat er keine Helden, wilde Magie. Krieger, eure Stärke ist nun eure Schwäche. Für die Pechschwinge! Ach du Fuck! Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Ich kann mich gleich mal wegtraden, den Sack. Ich hab ja einen Hinrichter. Abenteurer! Es sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Okay, danke. Wo bin ich, Asche? Nein! Ich werde euch vernichten! Windzorn? Das ist aber nett. Das ist aber nett. Natürlich. Traden wäre ja nur logisch. What? Hat der immer 10? Okay, da wird schwieriger als ich dachte. Ja, ist gut, Nefaria. Es ist gut. Dann reicht das nicht. Kampfes, wo spiele ich denn? Sohn der Flamme, den können wir gleich mal rausschicken, würde ich sagen. Das werde ich nicht tolerieren. Verursacht 6 Damage. Dann spiele ich das mal so. Lass diesem Herzen sprechen. Das war's. Und so, dann kriegen wir noch einen Befehlsruf. Spalten. Für mich kriegt er einen Spalten, weil das halt einfach mal zu gut passt. Du Arschgesicht. Die Waffe wäre mal gar nicht mal so verkehrt jetzt langsam. Alter, was spielt denn dir alles aus? Danke für den Murloc, du Arschgesicht. Ragnaros! Hallo! Ich sende meine Diener aus, dich zu zerstören, Pechschwinge. Das ist nice. Reicht aber trotzdem nicht. Reicht aber. Oh, ich kann Green traden, das ist schon mal ganz gut. Und dann würde ich sagen. Rüstung, die passt! Spielen wir das doch mal so, oder? Spielen wir mit Rüstung. Nächste Runde, ich brauche endlich mal eine Waffe. Bis des Todes wäre mal nett. Ich komme halt nicht dazu, endlich mal Damage auf ihn zu machen. Ja. Ja, ist klar. Ja, natürlich. Natürlich. Alles klar, Junge. Alles klar. Logisch. Logisch, bis des Todes bekomme ich. Sucht 6 Damage. Ich könnte die Waffe anlegen. Das werde ich glaube ich auch mal machen.
Fehlzug bringt mir nichts. Ich könnte hier mal noch ein bisschen Kartor mir holen. Acolyte of Pain und den Kriegssimmon-Anführer. Und was töte ich denn jetzt? Am besten töte ich, glaube ich, erst mal den Weltling. Ja. Oh. Hm, schwierig, ich komme kaum dazu, Damage zu machen. Er hat auch immer genug Karten. Vulkantachen. Ja, natürlich ein Schildblock. Natürlich. Warum auch nicht, du Arschgesicht. Imperator Taurusan fügt einem zufälligen Feind 8 Schaden zu. Ach du Scheiße. Na komm. Richtig erwischt. Grim Patron könnte ich spielen. Grim Patron Zeit. Oder spiele ich? Ich spiele mal noch eine Runde mit dem. Gerade Taurusan. Also was spiele ich denn nächste Runde? Grim Patron aus. Befehlsruf habe ich auch noch. Okay, das war richtig bitter. Face. Interessant. Interesting! Wie spielen wir denn die Sache jetzt? Ja, das war nicht so geil. So, was haben wir denn für Möglichkeiten? Ich könnte den Befehlsruf spielen. Ich werde, glaube ich, den Grim Patron spielen. Nee, ich werde es anders spielen. Ich werde Kriegsmann Anführerin spielen. Dann spiele ich den Grim Patron. Ach, reicht das noch für den, das sind 4, dann habe ich noch 2 übrig. Könnte eng werden. Deswegen spiele ich das, glaube ich, doch erstmal anders. Ich spiele es mal so. Meine Klinge ist durstig. So, dann machen wir das so. So, Hinrichtung kommen. Worauf machen wir denn Schaden? Ich würde sagen, wir gehen direkt mal aufs Face. Dann wird der erstmal gebufft. So, dann haben wir Hinrichten, was killen wir denn? Was ist dann am gefährlichsten für uns? So, 10. Angriff! Muss ich sogar, oder? Die beiden loszuwerden, dann kann ich mir das Hinrichten vielleicht sogar sparen. Aber ich muss ja auch irgendwie auf dem Face gehen, deswegen mache ich es mal so. So, dann spiel mal die Rüstung noch aus. Das war's. Der Grim Patron hat, glaube ich, jetzt als nächstes seinen Auftritt. Ah, jetzt wird er irgendwo töten. Oder? Nein, Imperator Taurusan tötet er. Okay, das sieht gar nicht mal so übel aus gerade. Jetzt noch ein Wirbelwind wäre gar nicht mal so schlecht. Kampf ist gut. Ich werde mich rächen, Drache. Okay, jetzt kommt er wieder. Windzorn. Ja, was spielen wir denn jetzt? Jetzt werde ich, glaube ich, den Grim Patron ausspielen. Eine Rauferei? Ich bin dabei! So, und jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas kriege, was mir was bringt. Schreckenskorsar, Unstable Ghoul, Zerschmettern, fieser Zuchtmeister. Spielen wir die Waffe. Der ist mir dann noch gefährlicher. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Der macht nur 2 Damage.
Yeah, der First Try Patron. Ich glaube, First Try, oder? Ich weiß es nicht. Ja, das ging mal gut mit dem Grim Patron. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach geht. Megos. Und da ist der Warlock, sehr schön. Da möchte ich gleich mal reingucken in den Warlock. Herausforderung ist natürlich das nächste, was ich spielen werde. Hexenmeister, was bekommt denn der? Dämonenzorn. Fügt allen nicht-dämonischen Dienern 2 Schaden zu. Cool. Ein kleiner AOE. Das ist ja eine geile Karte. Oh, die muss ich in mein Deck reinpacken. Da habe ich letztens noch drüber gesprochen, wie scheiße das ist mit dem Demon Warlock, dass man da wirklich nur drauf pochen muss mit dem Hellfire. Aber das ist ja super. Fügt allen nicht-dämonischen Dienern 2 Schaden zu. Die Hexenmeister können es natürlich ätzend werden, aber... nice. Und der Schurke bekommt... Dunkle Eisenlaura. Fügt allen unverletzten feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Okay, nett. Ja, das war's. Nur noch ein Flügel steht an. Und da gibt's dann die richtig geilen Karten. Pechschwing, Verderber... Vulkandrache, der Drakonizermalmer, der Drakingzauber und Nefarian selbst. Ein Flügel, dann bin ich endlich durch mit beiden Solo-Abenteuern und ich würde lachen, wenn nächsten Monat Blizzard ein neues Solo-Adventure ankündigen würde. Ich glaube, bis dahin sollte ich es aber endlich mal geschafft haben. Ja, dann bedanke ich mich und wir sehen uns dann. Mal gucken, was ich nächste Woche mache. Sobald ich alle Soul Adventures durch habe, werde ich natürlich, die Arena wieder spielen, weil ich dann das Gold nicht immer auf die scheiß Adventures verballern muss, sondern dann auch mal in der Arena ein bisschen spielen kann. Die kommt dann wieder zurück, dann muss ich mich da auch mal noch ein bisschen besser, ein bisschen besser verbessern. So, okay, das war's, ciao!